Und damit herzlichst willkommen zurück zu Scene Talk. Und heute reden wir über die Fortsetzung zu National Treasures, beziehungsweise das Vermächtnis der Tempelritter, nämlich das Vermächtnis des geheimen Buches. Und wie ich den fand, verrate ich euch nach dem Trailer. What is it about treasure that makes history so fascinating? Benjamin Gates has spent a lifetime hunting treasures that have been lost to history. Take a look at this. But when a secret from the past is uncovered... Ladies and gentlemen, I present to you one of the missing pages from the diary of John Wilkes Booth. History will be rewritten. It's the names of the Lincoln conspirators. Thomas Gates. Your great-great-granddaddy planned the assassination. It can't be. We cannot have him remembered as a conspirator in the assassination of the man who brought this nation together. Now. I need to see the page. You have 30 seconds to disable the alarm. Go. You do that in 15 seconds. That's why I tell people to get a dog. His search to clear his family's name. Take a look at this. It's a cipher. Clever. Has uncovered a secret he never expected to find. There is a book, and it has the information you need. The President's Book of Secrets. A collection of documents for President's eyes only. The truth behind the JFK conspiracy. The missing minutes from the Watergate tapes. And of course, Area 51. It contains all of our nation's secrets. I need to see the President's book. The only way you'll ever see that book is if you get elected President. I'm gonna kidnap him. I'm gonna kidnap the President of the United States. Wouldn't it just been easier for us to make an appointment? Code one! Code one! Gates. Don't kid yourself what we're capable of. Every clue leads one step closer. A letter sent by the Queen. You're in danger. You've gotta find wherever that leads before they do. To unlocking the mystery the world isn't ready to believe. Ben, wait. That could be a horrible trap. I'm sorry, I couldn't resist. National Treasure, Book of Secrets. Oh, look, my tax dollars at work coming to arrest me. In das Vermächtnis des geheimen Buches geht es natürlich wieder um Benjamin Franklin, beziehungsweise Benjamin Gates. Benjamin Franklin Gates, so, gespielt von Nicolas Cage und seinem Team Riley und Abigail Chase, die zusammen eine neue Mission haben. Er kriegt neue Informationen über seine Familie raus, unter anderem, dass offenbar einer seiner Vorfahren in den Mord von Abraham Lincoln verwickelt war. Und nun muss er natürlich irgendwie eine Mission wieder aus dem Hut ziehen, und zwar will er die goldene Stadt finden, weil das schon seine Urväter gesucht haben und offenbar ganz viel Informationen gibt darüber, dass die unschuldig waren. Keine Ahnung mehr, das Skript ist einfach idiotisch, aber dann gibt es natürlich noch jemand anderes, Ed Harris auf der Gegenspielerseite, der natürlich auch wieder das Gleiche will. Und wir kennen alles aus Teil 1, nur versuchen sie in Teil 2 die Sache nochmal ein bisschen größer zu machen. Sie fliegen mal kurz nach Frankreich, sie sind in London, sie sind sonst wo. Warum der Film auch kurz in Frankreich spielt, fragt mich bitte nicht. Ich kann es euch nicht erklären. Das ist eine Szene, die gar keinen Sinn macht in diesem Film. Also einfach nur für einen Gag da, und ansonsten hat das keinen Sinn. Man kann sich auch auf Google angucken, was sie da machen. Egal. Der Film ist auch da wieder ein Guilty Pleasure für mich. Der macht einfach wieder das, was der erste Teil auch macht. Nur ein bisschen dümmer. Ich finde, dass die Charaktere noch weniger Entwicklung haben. Dass dieser Streit zwischen ihm und seiner Freundin, zwischen Abigail, irgendwie gar nicht ins Tragen kommt. Nur, dass Nick Cage ab und an mal ein bisschen mehr ausrasten darf. Und ansonsten wirkt das alles eher wieder so von der Stange. Er ist ein bisschen langatmiger, er ist ein bisschen langweiliger. Helen Mirren hat man jetzt in dem Film auch nicht so zwingend gebraucht. Aber er macht dann in den Punkten, in denen er Spaß machen soll, immer noch genug Spaß. Er hat wirklich nicht mehr den Drive wie der erste Teil. Er hat nicht mehr das Tempo wie der erste Teil. Er wirkt auch nicht mehr so griffig wie der erste Teil. Er fühlt sich eher so an wie gemacht für Geld, weil wir jetzt doch nochmal einen nachschieben müssen. Und
okay, gebe ich ihm. Natürlich, die Reihe hat gut Geld gemacht, da müssen wir auch eine Fortsetzung machen, es soll ja auch noch ein dritter Teil kommen. Aber dann macht doch auch irgendwas, was einen Grund bietet, einen zu machen. Eine Geschichte, die nicht nochmal das gleiche ist wie Teil 1, nur mit einem geheimen Buch auf einmal, was irgendwie Quatsch ist. Also, wie sie sich dann teilweise die Herleitungen aus dem Hintern ziehen, ist schon ein bisschen idiotisch. Aber ich habe da dennoch Spaß, weil ich mich dann beömmeln kann darüber, wie idiotisch das ist. Und wie dämlich sie sich diese Herleitungen holen. Und so gucke ich den ersten und den zweiten meistens hintereinander, weil die einfach Laune machen und Spaß machen. Und das reicht mir manchmal auch einfach. Er ist schlechter als Teil 1, gebe ich euch, aber immer noch so, dass ich mir den auch immer wieder angucke. Von mir kriegt der Film unverdiente, aber von meinem Herzen 7 von 10 möglichen Punkten. Ich weiß, passt überhaupt nicht zu dem zusammen, was ich gesagt habe, aber er ist für mich halt einfach Spaß pur. Und mir reicht das manchmal auch. Habt ihr den Film schon gesehen, dann schreibt mir die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Kritik. Das wird morgen purer Trash. Freut euch drauf. Bis dahin, tschüss, haut rein und bye.